bieten dem Kunden im Wesentlichen alles rund um Sport und Logistik, IT, Warenwirtschaft. Da geht es darum, wirklich der Beste im Wettbewerb zu sein. Wir beliefern in Summe weit über 1000 Händler. Wir als Zentrale stellen über unsere Omnichannel-Plattform die Sortimente bereit, mit wachsendem Erfolg. Und entsprechend haben wir sehr, sehr viel Ware outgesourced, weil wir einfach hier im Zentrallager über viele Jahre eben nicht investiert hatten, die Flächen zu knapp waren, mit einer etwas veralteten Software und mit alten Prozessen hier unterwegs waren. Und das ist der Grund, dass wir das Thema modernisiert haben. Wir haben in Summe knappe 4,3 Kilometer Fördertechnik im Projekt verbaut. Die Fördertechnik kam zentral von Gebhardt und diverse Techniken darüber hinaus. Die große Neuerung in unserem Wareneingang ist, dass er jetzt automatisiert und auch auf Behälterebene stattfindet. Die Container docken an der Rampe an und wir können dann mit den Gebhardt Kanbooms, mit den Teleskopgurtförderern in die Container rein und dann die Behälter einzeln auf die Anlage aufgeben. Nachdem die Behälter beidseitig ihre Steuerbarcodes erhalten haben, durchlaufen die den Vitronic OCR-Tunnel. Die Behälter werden zum einen vermessen, also Länge, Breite, Höhe wird erfasst und auch deren Gewicht. Nach der Wareneingangsbuchung fahren wir über die Fördertechnik ins Obergeschoss, wo unser zentrales Behälterlager auch stationiert ist. Wir haben dort einen zentralen Loop, der die Behälter aufnimmt und danach auf zwei Vorzonenloops verteilt. Vom jeweiligen Vorzonenloop fahren wir in die jeweilige Zielgasse rein. Wir haben einmal Regalbediengeräte, das sind 6 der 8 Gassen. 2 Gassen sind mit Shuttle-Technik bestückt, das heißt, wir haben auf 37 Ebenen 37 Shuttle im Einsatz und das pro Gasse. Und pro Gasse werden auch 2 Heber genutzt, die dann die Ein- und Auslagerung transportieren. Über die 2 Techniken erreichen wir einen idealen Leistungsmix, damit wir sowohl Spitzen als auch reguläre Lasten auch gut bestücken können. Wir sind heute in der Lage, im Wareneingang 2000 Behälter die Stunde aufzugeben und über alle 8 Gassen im Behälterlager 1800 Behälter pro Stunde ein- und auszulagern. Artikel, die geringe Zugriffe haben am Tag, die werden über die Shuttle-Pickplätze abkommissioniert. Dort haben wir halt die Möglichkeit, ein weitaus größeres Artikelspektrum abzuwickeln. Wir haben derzeit 3 Shuttle-Pickplätze, erweiterbar auf 6. An den Shuttle-Pickplätzen und auch in unserer Schnelldreherzone kommissionieren wir mit Pick by Light. Wir haben 3 Shuttle-Gassen in der Schnelldreherzone. Die Kartons gehen über die Fördertechnik bis zu den Hebern in der Schnelldreherzone und werden dort dann auch von Shuttles abgeholt und werden von hinten ins Regal eingebracht. 12 Shuttles machen den Nachschub in die Verteilung. Anschließend fahren wir dann in die Packstraße. Wir haben heute 24 Packplätze, 12 Schnell- oder Kleinpackplätze, 12 große. Verschließen den Karton, bringen einen Lieferschein rein und schicken dann in die automatische Umreifung. Und dann wird er verteilt auf die 2 Auslagerbahnen zur Cap-Verladung. Da kommen die Kanbooms von Gebhardt in Einsatz. Oder wenn es Speditionssendungen sind, in die Speditionssortierung, wird palettiert und fertig gemacht für den Speditionsversand. Gebhardt hat sich durchgesetzt aus 2 Gründen. Zum einen mit Sicherheit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zweiter Aspekt, ein sehr, sehr familiäres Unternehmen, sehr partnerschaftlich aufgestellt. Und es passt einfach auch zu der Genossenschaft der Intersport. Ganz am Ende ist es auch wesentlich, dass man die richtige Technik hat. Und da muss ich sagen, dass die Firma Gebhardt die richtige Wahl für uns war. Und dass wir dann auch in Time und in Budget waren, spricht, glaube ich, dann auch für sich.